Herzlich willkommen zum Pro Cycling Manager, zur nächsten Folge. Das Kriterium International steht eigentlich an. Ich habe übrigens heute Geburtstag, 30. März. Hehehehe, nur so am Rande. Und eigentlich wollen wir diese Etappe erfahren. Die letzte Etappe des Kriterium International. Allerdings können wir es nicht. Ich habe mehrfach versucht, sie zu starten. Es ging nicht. Hey, Kudos oder 13. Nicht schlecht. Ordentliche Leistung. 14. der Gesamtwertung. Das ist doch nett. Einmal in der Gesamtwertung Kudos, also auf Rang 14 als besten Fahrer. Das ist nicht übel. Ziolek, 38. Auch das ist nicht schlecht für einen Sprinter. Talentsucher, hat die irgendwas ergeben? Was ist denn mit dem Typen hier? Was mir mittlerweile aufgefallen ist im Alleinspielen. Wir haben einen holländischen Scout. Das heißt, der wird uns nicht viel bringen. Wir bräuchten einen Scout aus Südafrika. Können uns aber keinen holen. Na, das ist ja super. Denn der Typ wird nur in Holland wirklich viele Fahrer finden. In Südafrika, jetzt seht ihr ja, wir haben jetzt gleich April und er hat nur einen Fahrer gefunden. Er ist schon 3 Monate unterwegs. Dementsprechend, verlängern, bin ich blöd? Nein. Wir gehen auf Talentsuche. Machen wir folgendes, wir machen mal die Überwachung abbrechen nicht, sondern wir müssen den woanders hinschicken. Und zwar schicken wir den mal nach Holland. Von mir aus nach, Oder wir schmeißen ihn raus und holen uns einen anderen. So machen wir es. Tschüss. Abfindung müssen wir, soweit ich weiß, keine zahlen. Warum? Das weiß ich nicht. So, wir sortieren mal nach Gehalt. Ton uns mal einen tollen Deutschen. Wie wäre es damit? Ne, ich meine, MTN Kubeka steht ja für südafrikanischen Radsport, aber ist ja eh total verdeutscht. Mit den ganzen Deutschen, die da im Team fahren. Jetzt habe ich mir leider nicht gemerkt, wie viel der Typ an Gehalt bekommen hat. Und jetzt könnten wir uns da ja mal dran orientieren. Ja, nehmen wir hier den, oder? Klassiker. Bärsch und Sprint, das ist doch super. Dann stellen wir den mal ein. Verlängern ihn gleich mal um ein Jahr. Super. Oh, 2020 sogar. Na, das ist ja interessant. Warum ist der international und hat nur ein Gehalt von 4000? Heftig. So, wir gehen zum nächsten Tag. Der Sponsor müsste jetzt überglücklich sein, dass wir beim Kriterium international eine Etappe gewonnen haben. Das war nämlich ein Saisonziel tatsächlich. Ja, so war das. Ja, doch. Und ja, dann schauen wir mal, was es hier noch so gibt. Was wir noch so machen müssen. Ich glaube, im Managementbereich gar nicht mal viel. Neuer Rekord von Tom Bohnen. Tommy Bohnen hat seinen Siegesrekord im Rennen Gent-Wevelgem gebrochen. Er kann nun 4 Siege vorweisen. Das ist ein absoluter Rekord. Glückwunsch dazu. Tom Bohnen hat Gent-Wevelgem gewonnen. Vor Cancellara Burg hat Christoph und Lars Bohm. Das ist ja sehr schön. Kriterium International haben wir hier. Preisgeld 5.800 Euro gewonnen. Na, immerhin. Das hat sich ja gelohnt. So, und ich sehe da schon, dass Konovalovas verletzt ist. Hier haben wir noch ein paar Sachen. Verstauchter Ellenbogen. Ja, ich schätze mal, damit wird er nicht so lange ausfallen, oder? Wir können auch gleich mal ins Lazarett gucken. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Mitte April. Okay, das geht ja. Lazarett. Hier sehen wir nämlich die Verletzten. Und zwar von allen Teams. Und hier können wir auch nach Regeneration das Ganze sortieren. Da haben wir hier Floris Semmerays aus dem Verandas Willems Team. Hat einen Bruch. Er hat einfach nur einen Bruch. Das ist natürlich eine sehr, sehr präzise Angabe. Rukiewicz haben wir hier. Hondo, Danilo Hondo, der Deutsche. Jerome Pinot, Sascha Modulo. Gut, Virusinfektion, damit wird er nicht lange flach liegen. Lars-Peter Nordhaug. Auch ein Bruch. Aber Dausgas. Schlüsselbeinbruch. Da kann man immer mal reingucken, wenn man Bock hat und sieht halt, ob irgendwer verletzt ist von den anderen Teams. Das ist zum Teil eigentlich ganz interessant. Ivan Basso haben wir hier auch mit dem gebrochenen Arm. Also gute Genesung an alle, die hier im Lazarett eingeschrieben sind. So, was gibt es hier noch? In dem Weltbereich waren wir nie drin. Transfers, das ist jetzt logisch, dass hier noch nichts passiert. Hier wird halt angezeigt, wer wohin wechselt und so weiter.
Und was haben wir hier? Kader 2015. Ah ja, das ist der Kader. Abgezogen der Fahrer, die keinen Vertrag mehr haben. Wie beispielsweise Padilla. Ich glaube, Konovalovas. Nee, der hat auch keinen Vertrag. Genau, das wäre also unser Kader in der nächsten Saison, wenn wir niemanden mehr verpflichten würden. Ziolek steht noch drin, dementsprechend bin ich glücklich. Aber wir schauen natürlich noch, dass er okay. Können wir uns die Teams angucken? Liste. Aha, ja gut. Ich weiß gar nicht, wie ich mir da auf die Liste gesetzt habe und aus welchen Gründen. Wir gucken mal. Kriterium International war sogar ein 4-Sterne-Ziel. Und als nächstes kommt die Depanne-Rundfahrt. Die kommt jetzt nämlich gleich. Und da müssen wir gucken, wie wir es machen. Finanzübersicht, super, wir sind noch im Plus, das ist toll. Ciolek ist bei der Kontinentalrangliste bestplatzierte Fahrer. Im Super Prestige-Klassement ist Ciolek hier erst und blickt am Monatsanfang Platz 3. MTN Kubeka bleibt auf Platz 1 in der Kontinentalrangliste und erst siebter im Prestige, Super Prestige-Klassement. Die größte Steigerung zeigte Sergio Padilla, der drei Plätze bei der Kontinentalrangliste gut gemacht hat. Ihr Team wurde in diesem Monat eine Verbesserung. Was wurde erreicht? Ah ja, okay. Na gut. Ciolek beherrscht die Kontinentalrangliste absolut. Er übertrifft seinen Nachfolger Merhavi Kudus mit 51 Punkten. Yeah. Yeah. Die Verbesserung des Monats in der Kontinental. Rigugu ist auch mit dabei. Okay. Dann gucken wir gerade mal. Wir schauen uns mal die Liste an. Wenn wir hier schon am Schnacken sind, sozusagen. In der World Tour führt Nibali vor Bohnen und Froome. In der Kontinentaltour führt Ciolek vor Kudus, das ist sehr schön zu sehen. Colbrelli haben wir dann aus dem Bradiani-Team. Auch, oh ja, ein Sprinter. Egoís García, den kennen wir noch. Rein Taramé, Sergio Padilla auf Rang 6. Wo hat der die ganzen Punkte her? 12. ist Meintjes, 19. Stauff. Wahrscheinlich durch seinen zweiten Platz beim Almeria Grand Prix. Regulgo ist auf Rang 40. Auch nicht schlecht. Einmal Tickleheimer Not auf 61. Spragli auf 77. Dann haben wir hier Konovalovas auf 81. Wir gucken mal, wo die ganzen Leute so sind von unserem Team. Kann man ja mal kurz gucken. Glaube, viel mehr sind es noch nicht. Doch hier ist noch einer. Martin Reimer. Wo hat denn der Punkte geholt, ey? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich glaube, das war's auch schon. Dann gucken wir natürlich auf das Wichtigste, das ist das Super Prestige-Klassement. Und sind wir tatsächlich Siebter? Das würde bedeuten, wir würden aufsteigen. Das Wichtige ist, es gibt zwei Aufsteiger. Das heißt, Cofidis dürfte uns noch überholen, aber IAM nicht mehr. Und da die fast 1000 Punkte Rückstand haben, sieht's ganz gut aus. Sieht wirklich ganz gut aus. Okay. Dann würde ich sagen, war das eine kleine Management-Folge. Die Depanne-Rundfahrt startet als nächstes. Das sind vier Etappen durch Belgien. Die erste ist ein bisschen hügelig, die zweite ist flach, die dritte ist flach, die vierte ist ein Zeitfahren. Unser Sponsor will da, glaube ich, auch einen Etappensieg sehen. Ich habe schon wieder vergessen, welcher ich bin. Da, Etappensieg, 3-Sterne-Ziel. Ich denke, wir machen das Ganze so, dass ich euch die Rundfahrt zusammenfasse in eine Folge. Was so interessant ist, die Depanne-Tour jetzt nicht unbedingt. Dann werde ich diese vier Etappen fahren und aufnehmen und das Ganze euch dann im Nachhinein geschnitten und super kompakt zeigen in einer Folge. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge vom Pro Cycling Manager 2014. Ciao!